machst du dort leben? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, wo sind wir denn? Wir sind im Grenzgebiet. Es sieht zwar nicht so aus, aber die erste Lehre, die ich heute annehmen musste, Schönheide, da sind wir nämlich, das ist sozusagen zwischen Erzgebirge und Vogtland. Geht die Grenze mitten durch den Ort, Tom? Nein, die geht zwischen Schnattanne und Schönheide entlang, aber das sind ungefähr so 300-400 Meter von hier. Okay, für den Otto-Normalverbraucher sind das böhmische Dörfer. Ja, wo sind wir? Wir sind bei der Firma Rass. Und Tom ist der Chef in der vierten Generation. Der Sohn ist aber auch schon aktiv. Es ist dann die fünfte Generation. Das heißt, das ist ein absoluter Spezialbetrieb und so ein bisschen, Tom, geheimnisumwittert. Wir haben ein Interview mit dem Sepp Grazer gemacht und er sagt, ja, es gibt ja fast für alles eine Regel, aber der Schuh, der hat noch Möglichkeiten offen. Ja, beim Schuh sind immer Möglichkeiten offen, weil wir ja auch den Schuh passend machen müssen für den Athleten. Und wenn er da von der Stange kommt, ist das meistens nicht so, wie wenn man es speziell für den Sportler anfertigt. Das heißt, der Sportler kommt hierher, wird dann Maß genommen und dann produziert deine Firma den Schuh so, wie er ihn haben will. Ja, auf alle Fälle. Der Sportler wird vermessen und wir können auch 3D abscannen, dass wir die Passgenauigkeit noch besser bekommen. Mhm. Danach wird dann der Leisten gefertigt und der Schuh dann gebaut. Wo sind denn noch Reserven? Ist das das Innenleben des Schuhs außen? Das ist ja wahrscheinlich alles relativ genormt. Aber dort innen drin, das kann härter sein, das kann weicher sein, da gibt es Schattierungen, oder? Ja, es kommt auf den Sprungstil vom Skispringer drauf an. Einer braucht ein bisschen mehr Gefühl zum Skispringen. Da muss man den Schuh ein bisschen weicher gestalten. Andere wollen ein bisschen härter haben. Da wird das Gefühl, die Übertragung vom Ski zum Körper nicht ganz so. Aber das ist vom Sportler unterschiedlich. Und dann werden natürlich auch verschiedene Bauteile eingesetzt und dort verstärkt, außen verstärkt oder nicht. Oder dort ein bisschen was herangemacht. Da gibt es verschiedene Aufbauten. Tom, so ein Schuh ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Ja, das ist alles Handarbeit und die, sage ich mal, es kostet halt auch Geld. Und Aberglaube spielt ja in vielen Sportarten eine große Rolle, im Skispringen sowieso. Wie lange springt ein Athlet, sag mal, mit einem neuen Schuh? Das ist auch wieder unterschiedlich. Manche sind mit 2 Bar in der Saison zufrieden, manche brauchen 8 Bar, 10 Bar. Ja, das ist dann wie mit den Sprunganzügen. Es geht einfach mit dem besser und mit dem nicht besser. Wahrscheinlich in der Realität würde es mit beiden gleich gut gehen, aber der Kopf spielt mit. Ja, gut, beim Morgenstern zum Beispiel, Thomas Morgenstern, war das so, wenn der einen wichtigen Wettkampf hat, wollte der einen neuen Schuh anziehen. Da habe ich in meinem Innsbruck zur Vierschanzentournee schnell noch einen hingeschafft, habe es gerade noch so geschafft, hat ihn angezogen. Und ist reif auf die Schanze. Also das gibt's. Und was ist rausgekommen? Aber gut. Da gibt es das Gegenbeispiel. Jakub Janda hat mir mal erzählt, der hat das Material, nicht nur die Schuhe, der hat das gesprungen bis zum geht nicht mehr, bis es auseinandergefallen ist. Auch eine Art, ja, er hat dran geglaubt. Ja, also Jakub braucht einen sehr weichen Schuh. Und da ist es notwendig, dass man erst etwas einspringt. Das ist klar. Und dann wollen sie ihn halt auch nicht ausziehen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben 24 Mitarbeiter. In einer sogenannten Tagesschicht? Ja, Tagesschicht. So, und wie ist das? Gibt es dann eine Endkontrolle oder läuft das über Computer? Wie ist das, wenn der Schuh fertig produziert ist? Kommt der Athlet dann hierher oder verschickt ihr den? Ja, also der Athlet, wir müssen erstmal mit den Athleten sprechen, was sie alles haben wollen. Dann wird hier eine Karte angefertigt, wo alles draufsteht. Und die läuft dann mit dem Schuh durch die Produktion, dass jeder Mitarbeiter weiß, was er dort zu machen hat. Weil das ist ja alles individuell. Der Marktanteil der Rassschuhe bei den Springern ist ziemlich hoch. Ne? Ich kenne ja kaum eine Konkurrenz. Ja, also wir haben bei nordischen Kombinationen Spezialspringer eigentlich fast 100%. Also es gibt schon Ausnahmen, die was anders springen, aber normalerweise nicht viel.
Gibt es da Verträge mit den Verbänden oder sagen wir mal, ist das individuell von Springer zur Firma? Das ist unterschiedlich von Nation zu Nation. Also manche Nationen bestellen komplett für die Sportler und manche Nationen oder die Sportler bestellen dann einzeln selber. Auch mit Abrechnungen ist das immer unterschiedlich. Also das ist je nach Land unterschiedlich. Wir dürfen den Zuschauern sagen, wir sind hier am Tag der Deutschen Einheit. Hier ist Arbeitsruhe, völlig klar. Und Tom und seine Jungs haben extra die Werkstatt aufgeschlossen, um uns ein bisschen was zu zeigen. Es gibt ja nicht so viele Geheimnisse. Wir werden auch nicht alle lüften. Dazu ist auch der Tom nicht bereit, weil es gibt natürlich auch eine gewisse Verschwiegenheitspflicht, auch wenn das am Ende keine Rolle spielt. Aber es ist halt so. Aber wir werden uns mal, der Flo, unser Kameramann, der ist jetzt dran, das ist für den auch eine große Bewährungsprobe, mal zu zeigen, wie entsteht so ein Rassschuh. Wollen wir es mal versuchen? Das können wir mal machen, ja. Wir machen es mal, okay. So, das sind die drei Musketiere, der Vater, Tom, Danny und Steve. Dankeschön, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in die Produktionsstätte. Ist natürlich nur ein Ausschnitt, völlig klar, weil, wie gesagt, heute arbeitet niemand. Aber ich denke mal, das ist hochinteressant für unsere Zuschauer. Wir haben auch noch ein paar andere Schuhe in der Hand. Also sie machen nicht nur die Sprungschuhe, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, denn die Sprungschuhe waren das Wichtigste für uns, gar keine Frage. Und wenn Sie sich gewundert haben, ja, welcher Schuh gehört denn nur zu wem? Jeder Rohling hat auch ein Namensschild. Die wissen schon ganz genau, da kriegt nicht irgendwie der Heipe kriegt einen Schuh von Schlierens oder sowas. Das passiert nicht, na, abgesichert. So, ganz billig sind die Produkte auch nicht. Die Jungs wollen ja auch leben und der Papa auch. So um die 450 Euro, sag ich mal, schätze ich mal, weiß ich nicht so genau. Könnt ihr nicken? Ja, Sie nicken. Okay, also nochmal im Namen der Fans, Dankeschön euch drei, dass ihr uns einen Einblick gewährt habt.